Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu GTA 3, wo wir beim letzten Mal die Krankenwagen-Missionen erledigt haben. Jetzt können wir unendlich sprinten, das ist eine nice Nummer, ich sag's euch. Ja, nachdem wir beim letzten Mal so einen Stress hatten mit dem ganzen Zeug, lassen wir jetzt dieses Video erstmal ein bisschen entspannt angehen. Wir haben in diesem Gebiet noch 6 Pakete, die wir ohne Probleme eigentlich holen können. Und danach gucken wir mal, was das Leben uns noch bringt. Aber ja, 6 Pakete können wir uns noch holen. Es gibt noch 2 andere Pakete dann hier auf der Insel. Oder im Bereich dieser Insel. Also insgesamt gibt es ja 3 Inselteile, ne? 1, 2, 5. 3. Ja, 3. Es gibt hier 3 Gebiete und, worauf wollte ich hinaus? Ich habe einen Filmriss. Nee, aber wir holen uns jetzt noch die Pakete, die wir uns holen können. Dann haben wir das Thema nämlich soweit gegessen. Und ich weiß auch, wo sie liegen. Und dann können wir nämlich ganz entspannt erstmal das Spiel weiterspielen, ohne Pakete zu sammeln. Das müssen wir dann erst bei der zweiten Insel hier peu à peu wieder mitnehmen. Unser erster Auftrag ist hier drüben. Oh, guck mal, wir kriegen hier direkt einen Flammenwerfer. Brenn, Baby, brenn! Oh, ist das ein geiles Gefühl, ey. Oh, hä? Warte, was? Oh, oh, oh. Macht euch um den Flammenwerfer keine Sorgen, den gibt's nie mehr. Ich hab ihn leer gemacht. Ist aber vielleicht auch besser, wie ich mich kenne. Hätte ich den ohnehin wieder an mir selber ausprobiert, letztendlich. Okay. Oh, unser nächstes Paket, da müssen wir ein bisschen... Oh, ich hab so Schmerzen. Da müssen wir ein bisschen improvisieren für, denke ich. Also zumindest bräuchte ich eine passende Karre. Ich weiß nicht, ob da so eine Karre reicht. Man hat halt eigentlich alle Pakete schon mal gesehen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel insgesamt so oft durchgespielt und einige Male davon habe ich auch die Pakete gesammelt. Deshalb hat man die meisten Pakete noch im Kopf. Und selbst die, die man nicht im Kopf hat, da weiß man zumindest, wie man ungefähr rankommt. Hier zum Beispiel weiß ich genau, das Paket liegt auf dem Dach dahin. Da schwebt es auch schon rum. Da gehen wir jetzt ganz entspannt auf das Dach. Von dem Dach springen wir rüber. Und dann haben wir nämlich auch dieses Paket hier schon. 26 von 100. Hey, da kriegen wir ja genau die 30 Pakete hier noch voll. Dann sind das also bei der ersten Insel zugehörig 32 Pakete. Weil 2 sind hier an Position, da kommen wir wirklich nicht ran. Da kommen wir erst ran, wenn wir Zugang zu den Sachen der zweiten Insel haben. Aber dann können wir auch hier relativ schnell einen Deckel drauf machen. So, sagen wir mal hier rein. Ui. Guckt mal, die Scheibe, die kriegt jedes Mal, wenn ich da ranschieß, kriegt die ein bisschen mehr Schaden. Das sieht ja cool aus. Das Teil kann ich noch gar nicht, nett. So, aber hier drin ist gar nicht das Auto, was ich jetzt eigentlich schon mitnehmen wollte, habe ich gerade gesehen, ne? Weil normalerweise, wir können ja später nochmal wiederkommen, wenn ich das Auto brauche. So, laut meiner wunderbaren Gedächtnis, das ist alles Gedächtnis. Ich habe hier garantiert nicht irgendwie auf einem anderen Bildschirm, wert schon mehr als ein Bildschirm. Ich habe hier garantiert nicht irgendwie so eine Sammelkarte auf, wo ich abhaken kann, welche ich habe und welche nicht. Würde ich niemals machen. Also so Seiten wie Map-Genie gibt's nicht. Lüge. Einfach eine Lüge. 28 von 100. Mensch, wir sind aber echt locker flockig schnell dabei. Du kannst nicht meckern. So, einmal hier rückwärts rangedübelt. Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin ziemlich gut. Ich bin übrigens sehr begeistert, dass ich mich bisher noch nie mit einem Auto selber hochgejagt habe. In der wievielten Folge sind wir denn schon? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist das die 8. Folge? Kann das sein? Und bisher, ich meine, es ist schon mal ein bisschen was explodiert und so, aber bisher saß ich nie drinne, wenn es hochgegangen ist und die meisten meiner Autos haben auch mehr oder weniger überlebt. Ich kann mich tatsächlich sogar nur an einmal erinnern, wo ein Auto von mir gebrannt hat. Ich bin so super. Wo bin ich überhaupt? Muss noch eins weiter. Entschuldigung! Boah, das knackst immer so schön. Ich liebe das. Geknackste Beefy ist das. Kannst du dir kaufen. Schmeckt richtig gut. So. Oh, hier kriegen wir auch eine Gratiswumme. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier freischalten. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzbogen. Die Granaten wurden freigeschaltet. Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt schon, wer sich damit als erstes hochjagt. Solche Waffen sind eigentlich gar nichts für einen Peter. Da muss eine Peter-Sicherung ran. So, das war's schon. Pakete gesammelt. Das ging ja jetzt schnell, hä? Ich hab gedacht, wir brauchen länger.
Da können wir jetzt mal nochmal nachschauen, ob wir uns die schnieke Karre holen können. Ich glaube, das ist sogar mit die schnellste Karre im Spiel. Wenn ich nicht völlig doof bin. Ah, da hinten steht sie so schön. Mach gleich mal die Scheibe hier kaputt, damit wir keine Delle reinfahren. Das ist mal eine schöne Karre und die geht ab wie sonst was. Zieh dir das rein. Das ist der wunderschöne Bungee hier. Wenn du mit denen einen Stuntsprung machst, weißt du, was das dann ist? Nee, ich sag's lieber nicht, sonst kriege ich wieder einen Anschiss wegen schlechten Witzen. Wenn ihr meinen Humor, der so komplex ist, versteht, könnt ihr mir ja die Antwort in den Kommentaren schreiben. Ich sag's nicht, sonst bin ich hinterher wieder der Buhmann. Oh, die geht aber auch ab, die Karre. Da musst du ja richtig aufpassen. So, das ist der Fernsprecher von El Burro. Der hat uns über den Pager vor einer Weile eine Nachricht geschickt, dass El Burro, wahrscheinlich der Anführer von den Heinis hier, uns eine Chance über den Fernsprecher gibt. Wollen wir nochmal gucken, was der von uns möchte? Turismo. This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. Und spätestens jetzt denken sich alle, Peter, du Schlitzohr. Deshalb hast du dir die Karre gegönnt. Du hast das voll gewusst. Du kannst in die Zukunft sehen. Du bist so ein richtiges Medium. Du bist so ein geiler Hengst, ey. Wirklich, hier hast du all mein Erspartes auf die Hand. So jemanden wie dich kennenzulernen. Mein Leben ist einfach so viel besser jetzt dadurch. Also das denkt ihr euch doch alle, oder? Hand aufs Herz. Kommt, ihr könnt es zugeben. Bin mal gespannt. Ein Autorennen. Das könnte hässlich werden. Das Auto hat zwar richtig Dampf drauf, also von der Geschwindigkeit her mache ich mir eigentlich keine Sorgen, aber es hat schon eine Delle und ich weiß, wie ich fahre. Gerade mit Geschwindigkeit ist das... Aber ich probiere es, das wird schon. Oh ja, gut, dass ich das Auto habe. Die haben ja alle Sportwagen. Zieh dir das mal rein. Die Cheater haben alle Cheater. Wo muss ich hin? Wo ist alles? Ich muss da hoch, ich muss da hoch. Ey, wie nervös ich instant bin. Ach du Scheiße, das wird nichts. Und die fahren alle wie Katzenstreu. Katzenstreu kann fahren. Ja, eben nicht. Die ja auch nicht. Siehst du doch. Jetzt stell mir keine Fragen. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden. Na, meine Fresse. Geht auf meiner Stirn. Ich will Kontakt haben. Bin fort mit dir, du unnötiger Sozialkontakt. Ganz ehrlich. Ah, shit. Okay. Konzentrieren wir uns einfach. Warum müssen wir durch den Gegenverkehr? Das ist sehr gemein. Zumal man den Fahrern hier manchmal echt nicht ansieht, wo die hinwollen. Aber die Konkurrenz... ist an sich echt nicht besonders. Also, wir haben die sauber direkt beim Start schon abgeledert. Obwohl die übelste Sportwagen fahren. Ich würde es nicht wundern, wenn die Hälfte von denen schon explodiert ist, weil die einfach gar nichts können. Entschuldige bitte, aber ich hab's eilig. Ich fahre hier gerade ein legales, illegales Straßenrennen. Das ist ganz legal, illegal. Es ist nämlich legal, das illegal zu nennen. Oh, ein Eiswagen! Da müssen wir eine Pause einlegen. Geht nicht anders. Die anderen werden uns schon nicht überholen. Am unteren Bildschirmrand steht übrigens mein Notendurchschnitt. Da will ich nichts anderes hören. Also ich muss sagen, ich hätte wirklich von den Gegnern weitaus mehr Gegenwehr erwartet. Also wenn du dieses Auto hast, ist das ja im Prinzip Gegner abledern, dass sie dich nicht blöde rumschnalzen und dann einfach deine Strecke abfahren und möglichst keine Unfälle bauen. Ey, das hat die Polizei gar nicht gekratzt. Die Polizei hat Verständnis. Habe ich ja noch nie gehört. Komm, 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 komm. Das sind immer die schönen Stellen, wo du richtig Speed geben kannst. Weil an sich habe ich zwar meine Gegner sauber abgeledert, aber man muss es ja jetzt auch nicht unbedingt provozieren. Wenn du Speed geben kannst... dann gib auch welchen. Sicher, sicher. Und hier diese große Runde, die lädt dazu auch einfach ein, weil Gefahrenpotenzial ist hier doch übersichtlich. Oh! Was hat der Peter eben gesagt? Ich hab das doch bestimmt falsch verstanden. Hört auf, mich zu ärgern. Also, wir sind bald wieder an der Sporthalle. Ich gehe mal davon aus, wir haben es bald geschafft. Und natürlich ist hier jetzt einfach voll Rush-Hour am Start, oder was? Habe ich gewonnen? Ah, ich habe gewonnen, ich bin so wunderschön.
10.000 gekriegt. Gratulation, du hast gewonnen in einer unglaublichen Zeit von 165 Sekunden. Mensch, ich bin aber auch geil. Guck mal, der Joey hat auch was zu tun. Ist ja praktisch, dass wir gerade hier sind. Also schauen wir doch einfach bei dem mal rein. Hä? Zicke, zacke, Hühnerkacke, ab dafür. Der tote Passagier. Beautiful. Just beautiful. Danke, habe ich lange für trainiert. Right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Hallwood, all right? Also diese Ferrellis sind echt scheiße beliebt, du. Muss man mal sagen. Aber der Lasagnenheinz war auch ein Forelli. Wir machen die alle platt, den ganzen Clan. Rallypack. So, wir fahren zu einem Café. Das ist ja an sich gar nicht mal schlecht. Da kann ich mir auch gleich einen Kaffee einladen. Und dann ist alles gut. Oh yeah, hast du das gesehen? Das war geil, oder? Oh, oh, shit, shit. Guten Tag, was ist das für ein Heidi hier? Oh, da werde ich jetzt das Auto zurücklassen müssen, wa? Wer hat denn der geparkt? Also ich zeige euch mal, wie man richtig parkt. So nämlich. Die Forelli-Brüder, was? Wo? Sag, wie viele Forellis gibt's? Oh, ich ahne was, die mögen mich nicht. Oh, jetzt weiß ich, was das für ein Knittel da unten war. Der Orsch hat auf mich gewartet. Der Orsch hat auf mich gewartet, glaubst du das? Aber die fahren beschissen, ich vertraue drauf, weil das Auto hier ist echt langsam. Besser ein langsames Auto als eins aus Leinsamen. Wir sollten das zur Schrottpresse bringen, ne? Hab ich das richtig im Kopf? Ich hab's vergessen. Aber von der Richtung her haut's hin. Ist ja auch ganz gut. Wir mussten hier ja fast nur geradeaus fahren. Die Forelli-Brüder waren aber auch keine wirklichen Gegner für mich, hä? Ich bin einfach der Beste. Oh, shit! Alles gut. Bin da wo angeeckt. Aber apropos angeeckt. Was ist jetzt kaputt? Was geht mit meinem Autostall? Ich würde gerne mal hier hinten reinschauen wollen. Ja, Tatsache, der liegt nämlich echt drin. Oh. Liebe Forelli-Brüder, bitte seid mal nicht so gemein. Ich möchte auch nur... Oh, scheiße. Da ist er, da ist er. Au, au, au. Ich bin der Schönste und du riechst. Du Forellenbengel. Wo bist du, du Sau? Komm her, du Forellenkorb. Und jetzt sieht sie das Flap nochmal von meinem Gelände. Kommst du, Junge? Wie ein echter Profi, sage ich euch. Guck mal, die Tür ist extra ab. Das ist ein Seitencabriolet. Ach, war das gut. So, ihr Hübschen, was machen wir denn jetzt? Wollen wir noch was Kleines Entspanntes machen, wenn wir schon mal hier unten sind? Nee, das hebe ich mir für wann anders auf. Das hebe ich mir für wann anders auf, oder? Na, eigentlich können wir dabei nichts Besonderes freischalten. Also kann ich es eigentlich auch mal nebenbei demonstrieren, weil man kann zwar was freischalten, aber das ist mir jetzt nicht unbedingt so wichtig. Aber ich kann es ja mal demonstrieren, dass es diese Nebenmission auch gibt. Die guten Feuerwehr-Nebenmissionen. Sitz in einem Feuerwehrauto... Und dann kriegst du die Meldung, ey Junge, es brennt. Und dann machst du die Sirene an, überfährst ein paar Leute. Muss ja auch realistisch wirken. Jetzt weißt du auch, warum Feuerwehrautos rot sind. Und dann fährst du dahin, wo es brennt. Cool, wa? Und wenn du dann vor Ort bist, kannst du eigentlich schon Feierabend machen, wegen gewerkschaftliche Pausenüberziehung und sowas alles. So in etwa läuft das. Also ich merke, mit Sirene kommt man nicht unbedingt besser durch, weil ist wie im echten Leben. Alle sind überfordert, sobald es Blaulicht angeht. So, wie kann ich denn jetzt hier sprühen? Mit Lüpp. Mit Lüpp. Feuer gelöscht. Was denn, direkt 250 Ocken dafür, dass ich ein Auto gelöscht habe? Kann ich das Auto nochmal anzünden? Ich habe eine Geldfabrik gefunden. In Chinatown ist auch ein Fahrzeug. Da fahre ich da halt nochmal rüber. Wie war das? Also...
Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, für diejenigen, die es interessiert, aber ich glaube, man musste in jedem Stadtteil, also auf jeder der drei Inseln, 20 Feuer löschen. Dann schaltet man den Feuerlöscher frei. Sowas Geiles wie Brennen macht keinen Schaden mehr gibt's hier leider nicht. Also wenn du ein Feuer aufgehst, da kannst du sehen, wie die Pizza schmeckt. Und wie in den späteren GTAs gibt's hier halt einfach noch kein Levelsystem. Ich glaube, Krankenwagenmission war ich das einzige mit Levelsystem. Weil es gibt auch die Bürgerwehrmission bei den Polizisten. Die könnte man sich tatsächlich mal angucken. Da gibt es auch ein paar Nützlichkeiten zu gewinnen. Bei denen ist es auch so, du kannst eigentlich pro Stadtteil 20 Missionen machen. Also insgesamt 60. Und dann schaltest du schöne Sachen frei. Also bei der Bürgerwehr werden wir vielleicht noch mal ein bisschen reinschauen. Obwohl das jetzt nicht so übertrieben überlebenswichtig wäre. Aber schlecht wäre es eigentlich auch nicht, wenn wir da ein bisschen was hätten. Cool! So, das nervt mich. Es ist laut und es schmeckt nach... Wie kriege ich das aus? Dankeschön. Es ist laut und es schmeckt nach Käse und überhaupt. Aber da haben wir doch zumindest mal die Feuerwehrmission uns angeguckt. Cool war, was ich so alles vorstelle. Ich bin echt der Schönste. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie machen wir denn weiter mit unserem Lebenswerk, kann man ja fast sagen. Also... Viel Zeit bleibt uns ja ohnehin nicht mehr. Ich würde sagen, ich will zwar die Mission jetzt gerade noch nicht machen, ich würde gerne im nächsten Video mal wieder ein paar Missionen auch schmeißen wollen. Wir haben jetzt sehr viel Nebenzeug immer gemacht. Mal lieber ein bisschen Story wiedersehen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir uns jetzt zumindest schon mal für den Fall der Fälle ein solches Auto kaltstellen. Im Sinne von, ich parke das bei mir in der Garage, weil was wir haben, das haben wir. Bevor wir die Mission angehen, muss ich sowieso nochmal ordentlich was einkaufen gehen. Weil für die Bürgerwehrmission wäre es am besten, wenn wir sehr viel Rat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 
Hier machen wir für heute Schluss. Beim nächsten Mal starten wir beim Joey richtig durch mit einer wunderbaren Mission. Bis dahin, macht's gut. Guck dir diese Fame-Hure an. Rennt hier einfach durchs Bild. Das kann nicht wahr sein, ey. Es gibt auch einfach keinen Anstand mehr in dieser Welt. Schlimm.